Du. Nee. Ja, was geht, Leute? Bleibt es mal wieder am Start. Heute mit Sonnenbrille. Warum, fragt ihr? Einfach so, weil ich es kann. Ich dachte mir einfach, ja, machst du. Und ja, heute haben wir wieder einen Brief bekommen. Bams! Und also einen Umschlag bekommen. Warum sag ich schon mal Brief? Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall öffnen wir das mal. Gucken so, ne? Also scheinen Sachen drin zu sein. Ich werde das mal öffnen, damit ihr das auch sehen könnt. So, hier oben. Das wurde mir übrigens von Sebastian, kann ich nicht lesen, geschickt. Etwas mit Sebastian. Also Sebastian, falls du das siehst, was du bestimmt tun wirst, danke für diesen Brief hier. Er kommt aus Österreich. Also ich finde das voll cool. Ne? So. Ich habe österreichische Zuschauer. Läuft. Naja, also das wusste ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Ich dachte immer so, ja, Preisen gucken meine Videos. Preisen. Nee, das war jetzt ein Scherz. Also ja, Deutsche halt und Luxemburger, aber so Österreicher dachte ich eher nicht. So, ich habe es jetzt geöffnet, seht ihr hier. Und hier ist einiges drin. Bams. Oh mein Gott. Okay. Wow, wie cool. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin überwältigt. Ja, ich bin ja nicht alleine, der Yannick ist auch noch daneben. So, zum einen, der Brief, der sieht, also das Dingens hier sieht so gut aus. Guckt euch das an. Yannick, guckt ihr das an. Geil. Gebt euch das mal. Alter, wie geil. Und dann auch hier hinten noch mehr davon. Ich muss. Sebastian, geil. Geile Idee. Also, das hat mich. Das berührt mich gerade. Mein böses Herz. Es hat es berührt. Okay. Ich glaube, ich lese zuerst mal das hier vor und ich zeige euch dann später das hier. Zeige ich also später, ne? Und ja, legen wir los. So. Yo, Bloody. Wenn du diesen Brief bekommen hast, ist der Brief doch nicht auf der Titanic gelandet. Scheint so, ne? Er scheint sehr gesund angekommen zu sein. Okay. Kann ein Brief gesund ankommen? Auf jeden Fall ist er gut angekommen. Dafür mal großes Lob an den Postbeamten. Ja, hat er gut gemacht, der Gute. Bevor ich jetzt gleich dich voll laber, erstmal eins vorweg. Du bist der Beste, mach weiter so und bist so cool. No homo. Danke sehr, Sebastian, du bist cool. Ich mag dich. So, nee, jetzt mal ohne Spaß. Du bist einfach legendär. Das rührt mich, das rührt mein böses Herz. Das ist schön, ne? Das sollte meine Begeisterung. Ah, okay. Ja, das soll die Begeisterung darstellen, dieses Sonnenkern hier. Könnt ihr das sehen? Könnt ihr das sehen? So, das hier. Das hier soll seine Begeisterung sein und das sieht sehr cool aus. Ich mag es. Er hat sich voll Mühe gegeben. Guckt euch das mal an. Er hat voll die Bilder drauf getan. Ich finde das einfach genial. Dann kannst du für mich zoomen. Also kannst du mal. Ja, nimm das auf der anderen Seite. Nee, ja, genau. Und zoom mal auf mich. So, hast du es? Oh, weil es sieht sehr gut aus. Ne, das habe ich schon letztes Mal gemacht. Ja, machen wir gleich mal weiter hier. Und hier steht es noch weiter Text. Also ich werde einfach mal alles hier vorlesen und dann geht es auch weiter. Ich habe dich so. Ich hab so viele Fragen. Oder steht das hier? Ne, ich habe dich so. Ne, ich glaube, ich habe schon gedacht mit den Fragen. Ich habe so viele Fragen. Aber ja, hoffe, du beantwortest sie mir im Video. Sonst, hier ist ein Grunwohl. Also er wird wütend, falls ich ihm nicht die Antworten auf seine Fragen gebe. Okay, und hier steht dann, bitte umdrehen mit so einem freundlichen Dingens. Feuerriegel. Was steht hier? Ist dein Ding so lang? Guck das an! Hier steht, ist dein Ding so lang? Nee! So cool! Okay, ich dreh mal um. Also, das ist die Vorderseite und das hier ist die Rückseite. Das sieht, Alter, das sieht alles so cool aus. Okay, gleich mal weitermachen. Hier sind vier Fragen, soweit ich das erkennen kann. Und ich fange mal hier mit der ersten an. Warum hast du dich eigentlich geoutet? Warum ich mich geoutet habe?
Einfach so. Ich wollte schon immer so vor der Kamera stehen und ja, mit meinem Gesicht halt so vor der Kamera stehen und Scheiße labern. Und ja, das wollte ich halt irgendwie machen und ich suchte einen Grund dazu. Und ich dachte mir einfach, ja, diese Comedy-Videos rauszuhauen, ne? Und es war irgendwie, also es war eigentlich meine Vorstellung, wie ich mit YouTube anfangen wollte. Aber dann habe ich doch irgendwie mit Let's Plays begonnen und erst dann später dachte ich mir so, okay, jetzt kannst du aber auch mit den Comedy-Videos starten und dich selber mal vor der Kamera platzieren. Und das habe ich dann auch gemacht, ne? Also ich habe noch nicht ganz damit angefangen mit den Comedy-Videos. Das wird aber noch folgen. Ich bin gerade extrem faul und ja, sobald ich dann wieder Motivation habe, werde ich aber mit den Videos anfangen und dann wird das auch kommen. Also so viel mal zu dieser Frage. So. Die zweite Frage ist, was ist dein Lieblingsanime? Gute Frage. Ein Lieblingsanime? Habe ich einen Liebling? Keine Ahnung, auf jeden Fall mag ich Dragon Ball sehr. One Piece mag ich auch sehr und Naruto. In dieser Reihenfolge. Ich denke, Dragon Ball ist mein Lieblingsanime, also Dragon Ball Z. Und dann One Piece und dann Naruto. Ja, also Naruto mag ich jetzt nicht mehr so, denn es hat irgendwie... Ja, es eskaliert gerade extrem und ja, One Piece gefällt mir sehr gut. Ich denke, es ist eigentlich sogar besser als Dragon Ball. Also auf jeden Fall von der Story her. Und ja, aber trotzdem, ich bin einfach dieser treue Dragon Ball Fan und ich lasse einfach nicht los. Ne? Es ist einfach mein Lieblingsanime und ja, es ist einfach so. Ja, ich denke, das sollte die Frage beantworten und so, jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Was magst du mehr? Yu-Gi-Oh! Oder Pokémon? Das ist eine gute Frage. Ich denke, vom Anime her mag ich Yu-Gi-Oh! Mehr, da Yu-Gi-Oh! Einfach mehr vielseitig ist. Also da passiert schon viel auf einmal, da gibt es so dramatische Szenen, wo alles passiert und da gibt es wirklich so Wendungen, wo einfach viel Kacke auf einmal passiert und bei Pokémon eher nicht. Es ist eher so für Kinder und es geschieht nicht so viel. Ne? Ich mag Pokémon an sich. Aber Yu-Gi-Oh! Gefällt mir dann doch schon mehr, da es für die ältere Zielgruppe gemacht wurde und nicht für Kinder, ja? Und eher Yu-Gi-Oh! Dann. Und das sollte die Frage beantworten. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Wie findest du Naruto Shippuden? Naruto Shippuden finde ich ganz gut. Ich mochte zwar den normalen Anime besser, also einfach Naruto an sich. Shippuden ist gut, aber keine Ahnung, das mit Sasuke hat irgendwie alles eskaliert und es ging einfach die ganze Zeit nur um den und so. Und das finde ich jetzt nicht mehr so toll. Ich fand es cool, wo sie noch alle klein waren und wo sie dann alles gemacht haben, so gemeinsam, so Ninja-Mission und so. Das fand ich alles noch toll, aber später hat es etwas eskaliert und es ging irgendwie so, ja, keine Ahnung. Es ging nicht mehr so gut voran, wie ich fand und es gefiel mir dann auch nicht so... toll, ja, kann man schon sagen. Also es gefällt mir aber nicht mehr so gut wie das eigentliche Anime, also wie der eigentliche Anime. Ja, danke schon mal im Voraus. Und ja, hier sind wieder Bilder. So, hier. Finde ich voll cool. Ich glaube, das ist mit Abstand der geilste Brief, den ich bekommen habe. Einfach wegen diesen Bildern und wegen diesen Ideen, wer die Bilder eingebaut hat. Geil. Okay, hier steht noch. Sorry, habe echt nicht gewusst, was ich über, also was ich dir schenken soll. Nimm es mir bitte nicht übel. Was steht hier noch? Nicht übel. Ah, Bruder, okay. Nimm es mir nicht übel, Bruder, okay. Schönen Tag noch, liebe Grüße, Sally. Steht hier Sally? Oder. Ist es Sally? Auf jeden Fall ist der Sebastian. Also, ich lese einfach mal. Das ist der Sebastian. Liebe Grüße, Sebastian. Läuft. So, hier unten noch ein paar Bilder. Und ja, das war's dann für den Brief. Übertrieben cool. Geil, einfach geil, das hier ist wirklich geil. Ich kann mir vorstellen, dass das schon teilweise lang gedauert hat, bis er das hinbekommen hat. Also ich würde mir nie die Mühe machen, um sowas zu machen, deshalb finde ich das einfach... Ich finde das cool, ich finde das vorbildlich. Also ich würde es nie machen und deshalb finde ich es cool, wenn Leute es dann machen. Ne? Einfach geil. So, kommen wir jetzt zum anderen Teil. Zu dem Geschenk, das er im Brief schon erwähnt hat. Es sind Yu-Gi-Oh! Karten und es sind gute Karten, ja? Also hier haben wir sie. Bams! Ich weiß nicht, ob ich unbedingt dazu etwas sagen muss, denn nicht jeder kennt Yu-Gi-Oh! Karten. Ich werde einfach mal alle rausnehmen und dann auch zeigen, damit ihr auch was zu sehen habt. So, hier ist eine Ultimate-Karte. Ja, nee, kannst du nicht, ist okay, kann ich selber machen. Ist eine Ultimate-Karte von Lebensstromdrache. Klingt für euch bestimmt sehr komisch, aber keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, welche Karte das ist. Ich denke, das ist so eine Spielzeug
Drache-Erweiterung, so eine neue oder so. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus und ist bestimmt auch selten, ich weiß nicht. Auf jeden Fall danke sehr, Sebastian. Ich finde das cool, dass du mir einfach diese geilen Karten hier schickst. Denn ich habe schon lange keine Karten mehr bekommen, also Yu-Gi-Oh-Karten, auf jeden Fall keine guten Karten. Und das hier sieht wirklich extrem gut aus. Also hier ist zum Beispiel Utopia noch, dann Utopia, der, keine Ahnung, was ist das? Utopia-Strahl und dann noch Utopia-Strahl 5. Alter, das sind gute Karten. Und auf der anderen Seite noch Spiegelkraft. Oh mein Gott, geil, geil. Also ich werde einfach hier mal alles zeigen. Und dann werde ich mich einfach mal glücklich schätzen und keine Ahnung. Was ist das denn? Loki, Herr der Asen. Ich dachte, Herr von Asien, aber Asien geht auch. Sieht cool aus, habe ich noch nie gesehen. Was kann das? Was? Nordischer Elf. Nee, so, das spiele ich nicht. Also nordische Karten spiele ich eh nicht. Yannick, gar nicht mal so schlecht die Idee. Er nimmt mir einfach alle Karten raus und ich zeige sie dann. Der ist cool. Himmelblauer weißer Drache oder was auch immer. Ist eine neue Synchro-Beschwörung für den weißen Drachen. Also falls ihr Original Yu-Gi-Oh! Noch kennt, es gibt noch den weißen Drachen. Yannick, kannst du mir kurz den weißen Drachen geben? Die alten Hasen unter euch sollten den auch kennen. Der weiße Drache mit eiskaltem Blick. Ah, ist so eine schöne Karte. Und sogar im Ultimate. Bruder, du bist ein Boss, ey. Danke, echt. Also, ich hab den nicht mehr. Und ich bin cool, dass ich den wieder haben kann. Danke, du. Ich kann meine Freude gerade nicht ausdrücken. Das ist einfach schön. Und nochmal der. So. Der sieht cool aus. Geil, ich glaube, ich werde mir so ein Deck basteln mit weißen Drachen. So, Brille wieder anmachen, um cool zu sein. Und läuft. So, dann hätten wir noch ein paar Exit-Karten hier. Das sind diese neuen schwarzen Karten. Kennen einige von euch, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Das ist eins der ersten, die rausgekommen sind, Utopia. Das bekam man im Starter-Deck. Ist eins der, ja, normalen Karten, aber es ist eine sehr gute Karte. Also der Effekt ist schon gar nicht mal so schlecht. Und ich finde es an sich sehr cool. So. Dann gibt es hier noch weitere Exit-Karten. Das hier, was ist das denn? Leuchtender Elf. Skurril, sieht aber cool aus. Werde ich mir später noch angucken, was sie so drauf haben. Ja, das hier war auch eins der ersten Karten, die man auch so bekam. Dieser Dinosaurier hier. Ja. Und der ist, glaube ich, nicht so gut, aber keine Ahnung. Kann man benutzen. So, hier haben wir noch drei weitere Exit-Karten. Der hier. Ich glaube, der war nicht so schlecht, ne? Der kann was. Zwei Monster der Stufe 4, der kann was, ja. Ja, keine Ahnung. Der kann auf jeden Fall irgendetwas, der ist nicht so schlecht. Und hier noch zwei Erweiterungen von Utopia. Kann man den nur mit Utopia beschwören? Drei Monster der Stufe 5. Alter, wie soll man das denn bringen? Oh, das ist schon etwas schwierig, Leute. Ist nicht so leicht. Und hier drei Lichtmonster der Stufe 4. Um diesen Utopia hier zu rufen. Ja, scheint für mein Blackwing-Deck nicht so geeignet zu sein. Werde ich mir also was einfallen lassen müssen. Klang das richtig? Ja, teilweise. Oh mein Gott, das sieht cool aus. So, jetzt haben wir noch zwei weitere Karten. Es sind Zauber- und Fallenkarten. Zum einen Spiegelkraft. Oh mein Gott. Spiegelkraft ist eines der geilsten Karten, die es in ganz Yu-Gi-Oh! Gibt. Denn es zerstört einfach alles auf dem gegnerischen Feld, was in dem Angriffsmodus ist. Also sehr, sehr nützlich, sehr cool. Und Ich finde es cool, dass ich das mal so bekommen habe. Ich habe schon bereits eine. Die ist eben ultra rar. Das hier ist eine super rare Karte. Aber ich kann mich echt nicht beklagen. Ich finde es toll. Danke, 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 danke. Ich kann das nicht oft sagen, denn es ist einfach. Ich bin berührt. Ja. So, zu guter Letzt noch eine sehr skurrile Karte, die ich noch nie gesehen habe. Sieht geil aus, wie die Kacke. Das sieht so cool aus. Was es drauf hat, keine Ahnung. Ich lese es mal kurz vor. Wähle ein Exit-Monster des Rangs 4, das du kontrollierst. Beschwöre ein Nummer C-Monster mit einem um einen höheren Rang als das Monster, das du kontrollierst. Ich denke, das ist, um diese Utopia-Karten zu rufen, ne? Ich denke, das sollte schon sowas sein. Ist eine Ultra-Rare-Karte, sollte also schon etwas seltener sein. So, ich werde mal wieder die Kamera auf mich richten. Oh, haha. Und ja, ich denke, ich habe jetzt alles gezeigt, ne? Kann sein, Yannick? Habe ich dir alles gezeigt? Ja. Das war's. Ja, ich habe jetzt wirklich alles gezeigt. Hier nochmal der Brief, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Hier oben haben wir, ne, hier, ja, so, ganz cool gemacht. So ein Pfiffchen unten, ein Lombrero, oder ist das Lombrero? Ja, schon. Und hier steht Bloody. Steht Bloody oder Bladius? Bloody, genau. Bloody und dann noch so ein Menschen hier mit der Zunge. So, Leute,
das war's mal wieder für Bloody's Fanpost. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, es hier zu öffnen. Ich war sehr, sehr überrascht. Es waren überraschende Dinge hier zu sehen. Ich meine, diese Karten sind extrem geil. Ich werde sofort nachher mal gucken, was ich damit anfangen kann, ob ich die überhaupt irgendwie benutzen kann. Ich hoffe schon, denn es wäre voll cool. Und ja, der Brief hat mir auch sehr gut gefallen. Alles Mögliche hat mir gefallen. Es war geil. Ja, ja Leute, falls ihr mir etwas schicken möchtet, könnt ihr das auch gerne tun. Schreibt mich einfach mal auf Facebook an, also einfach Bloody's9 auf Facebook eingeben und dann Privatnachricht schicken. Und dann werde ich euch meine Adresse geben und dann könnt ihr mir was schicken. Und so, ja, das war's von mir. Wenn es gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Part. Euer Bloody's.